Herzlich willkommen. Heute soll es um den Gewinnerroman beim Kurd-Laßwitz-Preis gehen aus dem Jahre 1984. Das Preisjahr 1984 bezieht sich auf Werke aus dem Vorjahr, also 1983. 1983 war das Jahr, in dem die Partei Die Grünen das erste Mal im Westdeutschen Bundestag vertreten war. Die sind da also eingezogen. Was rückwirkend auch noch interessant war an dem Jahr, war, dass das Bundesverfassungsgericht in einem vorläufigen Urteil die Volkszählung zunächst mal gestoppt hat. Da war man also schon sehr auf Datenschutz bedacht. Und wenn man überlegt aus heutiger Sicht, mit welchen Datenmengen die Leute unterwegs sind, was sie an Daten preisgeben im Internet. Ich glaube, da hätte das Urteil damals anders ausgesehen, wenn man gewusst hätte, wohin sich das alles so entwickelt. Also das war wirklich, da ging es um sehr viel, ich sag mal, unsensiblere Daten in diesem Urteil damals. Aber das Thema beschäftigt uns natürlich heute immer noch. Etwas, was wir heute auch sehen, ist der Niedergang der Presse, dass also Zeitungen, Magazine, Illustrierte, dass die also an Bedeutung verlieren. Da gab es in dem Jahr 1983 auch einen Super-GAU, kann man sagen, für die Presse, nämlich ein bis dahin sehr bedeutendes Magazin. Der Stern hat behauptet, er hätte die Tagebücher von Adolf Hitler gefunden. Vermutlich haben die Leute das auch selbst geglaubt, das darf man ihnen ruhig unterstellen, aber sie sind eben einer Fälschung aufgesessen, was dann auch schnell rauskam und danach ist der Stern in der Auflage also rapide abgestürzt und natürlich auch das Vertrauen in die Presse hat sehr gelitten. 1983 wurde bleifreies Benzin eingeführt. Die Friedensbewegung war auf ihrem Höhepunkt. Es gab da millionenstarke Demonstrationen, also mit Millionen von Teilnehmern in Deutschland zu mehreren Gelegenheiten. Auf der anderen Seite gab es den NATO-Doppelbeschluss, also durchaus sprechen mit dem Gegner, aber nukleare Mittelstreckenraketen in Deutschland stationieren, wurde da beschlossen. Im ARPANET, dem Vorgänger des Internet, wurde TCP/IP eingeführt. 1983 ist das Jahr mit der niedrigsten bestätigten Temperaturmessung auf der Erde, nämlich knapp minus 90 Grad Celsius wurden da an der Oberfläche gemessen. Das erste Handy wurde zugelassen. Windows 1.0 kam auf den Markt, also alles so Sachen, die bis heute doch ihre Spuren hinterlassen haben. Was in meinem Umfeld wichtig war damals, war oder sich nachher ausgewirkt hat, sehr ausgewirkt hat, war, dass Humaninsulin zugelassen wurde. Insulin ist ja der Stoff, den Diabetiker sich zuführen müssen, weil die körpereigene Produktion nicht mehr so funktioniert. Das war vorher eben nur möglich auf Basis von Rinder- oder Schweineinsulin. Das war so das Gebräuchliche. Und meine Mutter war also auch Diabetikerin. Und deswegen kann ich dieser Entwicklung sehr dankbar sein. Und das hat dann ihre späteren Lebensjahre dann doch erheblich erleichtert, dieses verträglichere Insulin, dieses Humaninsulin, was eben bioingenieursmäßig hergestellt wird, dann verabreicht zu bekommen. Also Biotechnik an der Stelle, sehr segensreiche Entwicklung im Jahre 1983. Für uns Science-Fiction-Fans, Ulf Merbold, deutscher Astronaut, mit der Columbia ins All gestartet, freut uns natürlich. Wenn man mal so ein bisschen auf die Themen des Romans nochmal kommt, den ich heute besprechen möchte. Im religiösen Bereich oder Verhältnis Staat-Religion hat sich was getan in Österreich. Das hat als erstes europäisches Land anerkannt, dass der Buddhismus eine Religion sei, hat das also da offiziell bestätigt und eingeführt wurde Bildschirmtext. Kennt man heute wahrscheinlich kaum, funktionierte halt mit dem Fernseher, so eine
so ein Textservice eben, dass man statt des Programms dann Nachrichten schauen konnte, wie bei einem Newsticker in der Regel. Manchmal auch zusätzliche Erläuterungen zur Sendung, heute alles Selbstverständlichkeiten, damals das erste Mal eingeführt, hochmodern, 1983. Und kommt auch in dem Buch das Sakriversum als eine moderne Form der Nachrichtenübermittlung zum Tragen. Also Bildschirmtext wird hier erwähnt in diesem Science-Fiction-Roman aus dem Jahre 1983. Dieser Roman, das Sakriversum, wurde geschrieben von Thomas R.P. Mielke. Das ist damit der erste Preisträger des Kurd-Laßwitz-Preises, dem ich auch mal begegnet bin. Also ich nähere mich immer weiter dem Punkt an, wo das für mich, wo ich da eine greifbare Verbindung sehe. Der Wolfgang Jeschke war mir natürlich sehr bekannt, einfach aufgrund der Arbeit, die er gemacht hat mit der Science-Fiction-Reihe bei Heine, die ich in der Jugend also intensiv gelesen habe. Und Thomas R.P. Mielke ist also der erste Preisträger, bei dem ich auch mal auf einer Lesung gewesen bin und den ich auch danach noch ein-, zweimal flüchtig getroffen habe. Also jemand, der bei diesen Gelegenheiten, diesen wenigen Gelegenheiten, an denen ich ihn kennengelernt habe, also sehr resolut aufgetreten ist, wusste offenbar recht genau, was er so wollte und hatte auch da einen Fundus an Bildung, mit dem er das untermauern konnte, konnte also da viele Fakten immer in Diskussionen einbringen, zum Beispiel eben mit dem Publikum bei diesen Lesungen, umfangreiches historisches Wissen und so weiter, was nicht verwundert, denn er hat auch viele historische Romane geschrieben, die auch zu Bestsellern wurden, unter anderem über meine Heimatstadt Köln. Da gibt es verschiedene Ausgaben, manchmal heißt der Köln mit C geschrieben, glaube ich, manchmal heißt er auch Colonia, ist aber dasselbe Buch. Und das kenne ich also von ihm bereits. Thomas R.P. Mielke wurde geboren 1940, wenn ich es richtig verstanden habe, als Sohn eines Pastors, der also wohl in Südamerika, ich weiß nicht, ob man sagen kann, missioniert hat, auf jeden Fall da tätig gewesen ist. Und er selbst wurde aber geboren in Detmold, lebt aber inzwischen in Berlin. Wurde ausgebildet zum Luftwaffenfluglotsen, war dann an der Werbeakademie in Hamburg und hat auch im Werbebereich gearbeitet, unter anderem jedenfalls. Und hat er auch etwas mitentwickelt, das uns allen bekannt ist, denke ich, nämlich das Überraschungsei für Ferrero. Er war also für Ferrero tätig und war mit in dem Team, das eben das Überraschungsei entwickelt hat. Ja, er schreibt eben viele historische Romane, er schreibt Science-Fiction, er schreibt auch Krimis, also ist durchaus ein Vielschreiber. Und im Jahr 1984 hat er für das Sakriversum den Kurd-Laßwitz-Preis in der Kategorie bester deutschsprachiger Roman gewonnen. Da gibt es verschiedene Ausgaben von dem Buch, das also mehrfach neu aufgelegt worden ist. Ich habe jetzt die Ausgabe von Schneeklut. Diese Hardcover-Ausgabe ist nicht ganz so dick, wie es aussieht. Also 485 Seiten hat es in dieser Ausgabe. Und ich bin nicht so glücklich mit dieser Ausgabe, muss ich sagen, weil sie sehr viele Schlampigkeitsfehler im Satz hat. Für mich wirkt es so, ich blende hier mal sowas ein, also wo dann, also es ist zum Beispiel so, dass da wo ein Ausrufezeichen stehen müsste, steht ein kleines L manchmal oder sowas. Das sieht für mich danach aus, dass die den Text von einer Vorlage abgescannt haben und dann die automatische Texterfassung nicht so richtig funktioniert hat und damit dann eben so ein paar Buchstaben verdreht und verwechselt hat. Das ist also jetzt nicht so, dass ich da jetzt unglaublich picky gewesen bin und die eine Stelle rausgesucht habe, wo das so ist, sondern das zieht sich wirklich durch das Buch, dass das leider häufig so ist. Das ist ein bisschen schade, bezieht sich aber vermutlich
nur auf diese Ausgabe. Also wem das den Lesespaß wirklich verdirbt, der kann dann vielleicht eine andere Ausgabe dieses Werks, das Sacriversum, erwerben. Ansonsten ist es ein ganz schön gemachtes Buch. So, es ist allerdings auch ein Buch, das ganz klar ein Kind seiner Zeit ist. Bei allen Kurt Laßwitz-Preisträgern 81, 82, 83 und jetzt auch 84 kommt mehr oder minder deutlich das Thema des Atomkrieges vor. Ich hatte ja gerade was erzählt zu Friedensbewegung, NATO-Doppelbeschluss und sowas. Kann man verstehen, dass das Thema da doch sehr in der Luft lag. So auch hier. Hier ist es sogar grundlegend für die Geschichte, also der Auslöser der Geschichte, und zwar in Form einer Neutronenbombe, die über dieser Stadt, wo eine große Kathedrale steht, gezündet wird. Und zwar im Jahre 2018 soll das passieren. Das ist also etwas, was da dazu führt, dass praktisch die Menschheit ausgelöscht wird. Zumindest muss man da zunächst mal davon ausgehen. Es gibt mehrere Handlungsstränge in dem Buch. Einer dreht sich um Götz von Coburg. Götz von Coburg ist in dem Sinne kein besonderer Mensch, also ist mehr so ein Durchschnittstyp, der aber mehr oder minder aus Zufall eben der einzige, zumindest in dieser Stadt zu sein scheint, der diese Katastrophe überlebt hat. Und er kommt unter anderem in diese Kathedrale, schaut sich da also um und steigt also einen Turm hoch. Und da lese ich mal eine kleine Stelle vor. Er musste zurück, solange er die Stufen noch erkennen konnte. Bis in den Keller neben der Krypta war es ein weiter Weg. Seit ihm das Wasser vor dem Portal die Verbindung zur Stadt abgeschnitten hatte, musste er in der Kathedrale bleiben. Er drehte sich um und tastete sich Schritt für Schritt abwärts. Seine Hände glitten über bröckelige Mauern. Noch hatte er genügend Licht. Dort, wo der massive Teil des Turms begann, sah er seine angebrochene Cola-Dose und Schokoladenreste. Aus seinem angeborenen Ordnungssinn wollte er beides einsammeln. Er beugte sich vor und streckte die Hände aus. Im gleichen Augenblick schrak er zusammen. Er hatte etwas Weiches berührt, das mit feinen, entsetzt klingenden Schreien über die Mauerkante wuselte. Götz taumelte zur Seite. Er stieß mit der rechten Schulter gegen die Innenmauer des Treppenhauses, knickte mit den Knien ein und fiel nach vorn. Zwei Schatten, nicht viel größer als Tauben, die er mit seinem Vater früher in Kirchtürmen gefangen hatte, huschten zur Seite. Aber sie sahen nicht so aus wie Tauben, sondern wie Menschen. Ein eisiger Schauer lief ihm über den Rücken. Gleichzeitig traten kalte Schweißperlen auf seine Stirn. Er zitterte am ganzen Körper. Zwerge, Minimenschen, Menschen. Er hätte schreien können vor Freude. Es war ihm ganz egal, wie groß die kleinen Kerle waren. Er hatte Menschen gefunden, lebende Menschen. Nicht weglaufen. Er streckte eine Hand aus. Zu spät. Die Schatten waren bereits verschwunden. Er kroch auf allen Vieren zum Fenster. Sie hatten die Cola-Dose umgekippt und die Schokoladenpackung weiter aufgerissen. Götz richtete sich auf. Er zerrte eine Leuchtpistole aus seinem Proviantsack. Mit zitternden Fingern schob er eine Patrone in den Lauf. Wenn er im Turm schoss, konnte er sie verletzen. Das wollte er nicht. Er hielt die Pistole schräg nach oben und drückte ab. Das Geschoss zischte mit einer rauchigen Spur durch das Turmfenster. Gleich darauf strahlte blendend weißes Licht durch alle Maueröffnungen. Götz rannte die Stufen hoch. Er lehnte sich zwei, dreimal nach außen. Plötzlich sah er sie. Sie liefen über einen schmalen Verbindungssteg auf das Dach der Kathedrale zu. Es waren wirklich Menschen. Für einen Augenblick erkannte er sogar ein Gesicht. Es war ein Mädchengesicht mit großen, angstvoll aufgerissenen Augen. Die Leuchtkugel fiel nach unten. Sie verglühte am Triforium in halber Höhe der Kathedrale. Die letzten Strahlen der Sonne malten die Unterkanten der Wolken am Horizont mit einem kitschigen Rot an. Götz lehnte sich mit dem Rücken gegen die Mauer des Turms.
Sein Herz hämmerte wie wahnsinnig. Menschen. Dutzende von Fragen schossen ihm durch den Kopf. Wo kamen sie her? Was machten sie hier oben? Und warum waren sie so klein? Sie konnten höchstens 20 Zentimeter groß gewesen sein. Also, wir reden hier tatsächlich von Gnomen, Däumlingen, Zwergen, wie immer man das nennen will, auf die Götz von Coburg da gestoßen ist. Es ist für den Leser keine so große Überraschung wie für Götz, denn das Buch beginnt aus der Perspektive dieser Gnome. Wir erfahren auch recht schnell, eigentlich glaube ich sogar sofort, dass es zwei solche Zwergenvölker gibt. Und zwar gibt es einerseits die Schander. Schander sind also Leute, die im eigentlichen Sakriversum wohnen. Das Sakriversum ist nämlich ein geschützter Bereich unter dem Dach der Kathedrale, dort also von der Außenwelt abgeschirmt. Und dieses Dach der Kathedrale ist längs geteilt mit einer Trennmauer. Und das Sakriversum bildet also den südlichen Teil. Dort leben diese Schander, die vermutlich so heißen, weil sie vor 700 Jahren aus der Schande eines Papstes letztlich gestammt sind. Der hat nämlich ein Kind gehabt, allerdings bevor er Papst geworden ist. Dieses Kind ist der Baumeister der Kathedrale, damit auch des Sakriversums. Und er selbst hat aber wiederum mit einer Äbtissin ein Zwillingspaar gezeugt und diese Zwillinge oben in dieses Sakriversum verbracht, wo sie also gewohnt haben und dann eben auch Nachkommen hatten. Und inzwischen gibt es 12 Familien, die in einem genau austarierten Gesellschaftssystem miteinander leben. Und aus irgendeinem Grunde von Generation zu Generation kleiner geworden sind, so dass sie jetzt eben so etwa 20 Zentimeter große Menschen sind. 12 Familien aus 20 Zentimeter großen Menschen. Das sind die Schander. Die haben also dieses Sakriversum sich zurechtgebaut. Es gibt 12 Häuser dort, also ein kleines Dorf, ein Haus pro Familie. Es gibt Äcker, es gibt auch Tiere dort, also Schweine, Geflügel und so weiter. Und das auch entsprechend in der Größe geschrumpft ist, sodass es also passt zu diesen Schandern. Die haben dort also so ihre kleine Mini-Welt unter dem Dach dieser Kathedrale. Es gibt auch eine Nordseite, also jenseits dieser Wandung da. Da leben die Bankerts, das andere Zwergenvolk. Die haben mehr Verbindung zur Außenwelt, die kriegen auch ab und zu mal frisches Blut rein. Die führen sich letztlich zurück auf Bänkelsänger, die nach der Auslöschung des Tempelritterordens, also da Klagelieder praktisch gesungen haben darüber, dass die Templer halt verraten wurden und vernichtet wurden und dann mit irgendwelchen Mädels auf irgendwelchen Bänken am Wegesrande dann ihre Nachkommen gezeugt haben, deswegen Bänkler. Das ist so der Ursprung der Ersten, die da so reingekommen sind. Und inzwischen sind da dann aber eben auch Artisten aus aller Welt und eine geklonte Frau, also ein Klon von einer, ich glaube, Schauspielerin oder Sängerin, also einer berühmten Frau jedenfalls, ist da also auch untergekommen. Die haben also mehr Verbindung so zur modernen Welt, aber mussten da oben dann eben in dem eher unvorteilhaften Nordbereich wohnen, wo eben wenig Sonne ist und so weiter. So, also, das sind so die beiden Zwergenvölker. Und es gibt diesen einzelnen Mann, Götz von Coburg, und damit haben wir die Protagonisten aus diesem Roman erfasst. Die alle finden sich eben jetzt letztlich wieder in einer Welt, in der die Neutronenbombe gefallen ist, vermutlich nicht nur in dieser Stadt, sondern mehr oder minder weltweit alles ausgelöscht hat. Und es geht eben letztlich darum, wie haben wir jetzt die Möglichkeit zu überleben. Also die Bankerts wissen von dem Sakriversum, die erzwingen sich den Zugang dorthin.
Die Shanda müssen, sind eine sehr friedliche Kultur, also die setzen sich da nicht großartig zur Wehr, aber es ist klar, so viele Leute, wie da jetzt zufällig reinkommen, zusätzlich reinkommen, die kann man da also nicht ernähren. Also da ist dann der Konflikt vorprogrammiert. Außerdem, die Bankats sind mehr so Straßenschläger, also die sind auch gar nicht groß daran interessiert, irgendwie Felder zu bestellen oder so etwas. Also da gibt es schon erhebliche Probleme. Das ist so ein Grundkonflikt, der sich durch das Buch zieht. Dann auch die Erforschung, was kann man denn jetzt überhaupt machen? Was für Optionen haben wir vielleicht jenseits davon, einfach zu probieren, unser altes Leben wieder aufzunehmen? Da gibt es nämlich Aufzeichnungen. Es stellt sich heraus, das Sacriversum ist so eine Art Arche, die im Grunde für so einen ähnlichen Vorfall gebaut wurde, wie er jetzt eingetreten ist mit den Neutronenbomben. Also da wird dann noch so erforscht, was sind denn so die Intentionen gewesen, wie man sich bei einer solchen Totalkatastrophe verhalten kann. Und dazu gibt es eben noch den Handlungsstrang über diesen Götz von Coburg, der sich eben in dieser Stadt auch außerhalb der Kathedrale ein bisschen umsieht und dann eben auf diese Zwergenvölker dort stößt und sich überlegt, wie kann er damit denn nun umgehen. So, wie ist denn das Ganze? Wie liest sich das denn alles so? Also erstmal dieser Flair der 80er Jahre, der ist durchaus charmant. Also es gibt nicht nur den Bildschirmtext, es gibt auch als Währung den Écu. Das war ja so eine Verrechnungswährung innerhalb der Europäischen Union, bevor man sich eben auf den Euro verständigt hat. Da gab es nie Geldscheine oder Münzen zu, aber man hat das eben benutzt, um schnell umrechnen zu können zwischen Lira, D-Mark und so weiter, was es damals alles noch so gab. Und der spielt in dem Roman eben auch eine Rolle. Also da merkt man schon die Entstehungszeit, die er da hatte. Was für mich ärgerlich war, waren diese Satzfehler, hatte ich darauf hingewiesen. Es gibt aber auch so ein paar sehr merkwürdige, für mich zumindest merkwürdige Formulierungen. Also ich würde zum Beispiel jetzt sagen, dass die Mehrzahl von Datenbank ist Datenbanken. Aber hier in das Sacriversum ist konsistent die Mehrzahl Datenbänke verwendet, was ich schon merkwürdig finde. Also sowas gibt es da. Es gibt so ein paar Stilblüten. Zum Beispiel findet er dann ein pultartiges Kontrollpult. Wobei ich mich dann frage, wie soll denn ein Pult sein, wenn nicht pultartig? Gut, also so ganz konsistent ist das nicht. Was ärgerlicher ist für mich noch, ist, es kommt zu so ein paar, ja, also man hat so den Eindruck, es gab so ein paar Schnitzer in der Handlungsführung, die dann nachher nicht so ganz konsistent oder ganz gründlich austariert oder korrigiert worden sind. Also ein Beispiel ist dieser Götz, haben wir ja auch gerade gesehen, der hat jetzt diese Zwerge da gefunden. Im Kapitel danach ist von den Zwergen nicht mehr die Rede, er kümmert sich um irgendwas anderes. Und in Kapitel 9, also im Kapitel da drauf, fragt er sich dann, ob er denn der letzte Mensch ist und so weiter. Er müsste ja eigentlich wissen, nein, ich habe ja diese Zwerge gesehen. Und gut, in einem der späteren Kapitel sagt er sich dann, Mensch, wie habe ich das denn vergessen können? Was gibt es denn hier für einen Mechanismus, der mich das hat vergessen lassen? Aber auf diesen Mechanismus wird dann auch nicht weiter eingegangen. Und das ist auch so ein bisschen systematisch oder symptomatisch für dieses Buch, dass es also viele interessante Motive gibt. Alleine schon diese Idee zu sagen, man hat so eine Mini-Landschaft, die sich selbst erhalten kann, und oben unter dem Kathedralendach, durchaus auch ausgedacht mit so Schleusen, die eben das Regenwasser dann dosiert einlassen. Also wo man schon sich so ein bisschen Gedanken machen kann und so ein bisschen die Vorstellungskraft auch wandern lassen kann, wie das denn da oben jetzt alles so aussieht. Also so viele schöne Bilder, also wirklich nicht so dahingesagt, sondern das hat der Thomas R.P. Mielke einfach drauf, auch in diesem Köln-Buch, das ich gelesen habe, war das auch so. Also viele schöne Bilder, interessante Bilder, die man gerne so ein bisschen auch weiterdenken
möchte. Auch so ein paar interessante Überlegungen kann ich vielleicht auch noch mal ein ganz kurzes Stück da vorlesen, wenn ich meine Brille finde. Vielleicht hat er sich deshalb nicht wohlgefühlt in einer Welt, die stets von Freiheit sprach und konform Verhalten meinte. Die letzte Generation der Menschheit hatte verlernt, was eigene Erfahrung und persönliches Erleben hieß. Und was niemand für möglich gehalten hatte, waren nicht Sachzwänge, sondern war Denkfaulheit gewesen. Er überlegte, was wohl geschehen wäre, wenn irgendeiner dieser angeblich mächtigen Politiker dem Krieg den Krieg erklärt hätte. Nicht in Pressekonferenzen und Protestnoten, sondern genauso wild entschlossen wie bei einem Eroberungsfeldzug. Der Einsatz hätte wirklich zur Weltherrschaft führen können. 300.000 Menschen hatten 3 Jahre benötigt, um die erste Atombombe zu entwickeln. Mehr als 2 Milliarden Arbeitsstunden. Also eigentlich eine ganz schöne Überlegung, finde ich. Wo weit wären wir denn jetzt gekommen, wenn wir die Energie wirklich mal ganz entschlossen in die Vermeidung des Krieges gesteckt hätten? Finde ich ganz nett, kann man mal drüber nachdenken, aber leider wird dieses Nachdenken dann auch nicht unbedingt weitergeführt in dem Buch. Das ist bei vielen solcher Überlegungen und auch bei vielen solcher Motive so. Zum Beispiel wird auch angerissen, man findet Hinweise, dass eben diese Schande nicht immer so klein waren, sondern dass es sich so zugetragen hat, wie vorhin kurz erläutert. Zum Beispiel daran, dass man eben sieht, dass die Stufen, die in den Treppen oben in dieser Kathedrale sind, dass diese Stufen eben irgendwann einmal in weitere Stufen unterteilt worden sind. Einfach weil eben die kleinen Leute eben so eine normal hohe Stufe gar nicht richtig überwinden können. Und da gibt es auch Figuren in dem Buch, die sich überlegen, wie ist das denn jetzt wohl gekommen? Und das muss doch irgendwie ein ganz seltsamer Faktor sein. Es kann nicht einfach Vererbung sein, denn unsere Tiere sind ja auch alle so klein geworden. Also die Fragen werden angesprochen, die Antworten werden aber nicht gegeben. Und das ist auf Dauer ein bisschen unbefriedigend, weil man immer, zumindest mir ging das so, so angestoßen wird, mitzudenken, ein bisschen mitzuknobeln, mitzurätseln, dann aber weder genug Hinweise bekommt, um selbst diese Lösung sich zurechtzulegen, oder ich habe es nicht verstanden, das kann natürlich auch sein. Noch, dass der Autor eben vielleicht durch eine Figur vermittelt, dann Antworten gibt auf viele Dinge. Naja, also das finde ich ein bisschen schade und deswegen ist das für mich auch ein bisschen letztlich ein etwas, ja, also es ist, mir fehlt irgendwie was, um diese Geschichte rund zu machen, die dort erzählt wird. Oder eigentlich fehlen mir viele kleine Sachen, die da noch drinstehen könnten. Gut, kommen wir mal dazu, wenn man jetzt mal von der Handlung so ein bisschen abstrahiert und mal sich überlegt, was sind denn so die großen Themen, die Thomas R. P. Mielke anspricht in das Sakriversum, worum geht es denn da? Also mal über die bildhaften Darstellungen hinaus. Ja, also er überlegt sich eben etwas, wo er dann sagt, oder er hat so ein paar Gedanken, die er halt so durchzieht. Einmal dieses Motiv der Arche, dass man eben, das ist ja ein biblisches Motiv oder ein vorbiblisches Motiv sogar, wenn man so will, dass man eben sagt, irgendwo existiert eine Möglichkeit, dass wir überleben können, auch wenn die ganze Welt untergeht. Das ist also schon etwas, was so durchdekliniert wird, wo man auch so zum Nachdenken angeregt wird, wie das denn so wäre, wenn man so eine ganz kleine Population von Menschen nur noch hätte. Der Rest der Welt wäre unbewohnbar, vielleicht auch bedrohlich aufgrund von Verstrahlung und so weiter. Das hat er sicherlich als Thema da drin. Er hat eine philosophische Überlegung drin, die sich auch so ein bisschen durchzieht von so Trinitäten. Also so hat mich so ein bisschen erinnert an diese marxistischen Überlegungen von These, Antithese, Synthese. Diese Dreiecke, dass er eben sagt, es gibt so Gegensatzpaare und dann gibt es aber, ist es aber nicht so, dass sich eins von diesen beiden durchsetzt, sondern es gibt ein übergeordnetes, das eben beide Aspekte in sich vereint. Da kommt er natürlich dann mit Körper, Geist und Seele, das ist irgendwo augenfällig,
dass er eben sagt, die Seele ist die Synthese aus Körper und Geist. Das beides alleine kann eben nicht, ist nicht ausreichend, um einen Menschen zu beschreiben. Er lässt auch wieder eine Frage offen, da finde ich es aber eigentlich ganz gut, dass er eben sagt, auf der einen Seite die Emotion, das Emotionale, das intuitive Verständnis, intuitives Weltverständnis, und auf der anderen Seite haben wir das Wissen, die Wissenschaft, die Rationalität. Und wohin führt die zusammen? Also das ist schon ein wichtiges Thema bei ihm. Er hat auch so ein bisschen Anklänge von Zauberei, würde ich es jetzt mal nennen, in diesem Buch drin, die sich so aus dieser Synthese dann herleiten. Interessant fand ich da auch die Überlegung, da weiß ich jetzt nicht, ob ich da zu viel reindeute, aber ich habe es halt so gelesen, dass dieser ganze Kathedralbau im Mittelalter, dass das eben letztlich eine Synthese ist aus Religion und Wissenschaft, wenn man so will. Es hat natürlich einen extrem religiösen Zweck, so eine Kathedrale zu bauen. Es hat aber auch extreme Kenntnis im Sinne von architektonischer Kenntnis, Berechnungen, Statik, vielleicht, also Vorläufer der Statik, zumindest Baumaterialien bedurft, also Architekturkunst bedurft, um so etwas hinzubauen. Ne? Das wird ja oft auch sehr unterschätzt, wenn man eben vom finsteren Mittelalter spricht, wenn man mal guckt, was die da hingeklotzt haben. Das gab es in der Antike eben nicht. Ja? Also solche Leistungen sind dann später auch klein geredet worden in der Renaissance. Aber jetzt schweife ich ab. Letztlich, was ich eben zumindest da hineindeute, ist, dass diese Kathedrale, die im Zentrum dieses Buches steht, auch selbst als steingewordene Synthese gesehen wird aus Religion und Wissenschaft, die beide eben zusammenkommen müssen, um dann so etwas zu schaffen und dann letztlich auch dieses Sakriversum zu schaffen, das auch technisch recht anspruchsvoll ist und was auch die Protagonisten überrascht, dass man zu der Zeit damals, das dann also 700 Jahre in der Vergangenheit, so etwas hat bauen können. So ein paar andere Gedanken hat er dann halt auch, dass er sagt, gut, wir haben jetzt in dem Sakriversum nicht nur diese Schande und die Bank hat es auf der anderen Seite bewahrt, sondern wir haben ja auch ein Wissen bewahrt, das es in der Welt halt nicht mehr gab, das verloren gegangen ist, insbesondere über so intuitives Weltverständnis. Und wenn man so etwas tut, wenn man Wissen wegschließt oder wenn man Wissen hortet, ist das dann vielleicht eine Form von Diebstahl? Also muss man sich darum vielleicht sogar schuldig fühlen, dass man Wissen für sich behält? Ist ja auch eine interessante Überlegung, die wir heutzutage auch so ein bisschen haben, wenn wir über Urheberrecht und so etwas sprechen. Hat er also auch drin im Sakriversum. Und einen sehr beängstigenden Gedanken im Grunde, zumindest einigen Figuren legt er das schon in den Mund, dass er eben sagt, diese Entwicklungsfahrt, der mit der Aufklärung begonnen hat, wo man eben wirklich gesagt hat, bediene dich deines Verstandes und damit kannst du eben die Welt erfassen in ihrer Gesamtheit. Das wird also in diesem Buch doch sehr angezweifelt und auch als gefährlich skizziert, denn das führt ja jetzt in diesem Buch speziell letztlich zur Neutronenbombe und zum Atomkrieg, weil er halt sagt, ja, wir haben halt wissenschaftlich alles erfasst, wir können Atome spalten, wir können Neutronenbomben bauen, wir können die einsetzen. Und was uns eigentlich fehlt, ist so ein bisschen die Spiritualität, das intuitive Verständnis dafür, dass das eine schlechte Sache ist, das zu tun. Also die Ethik lässt sich halt nicht ausrechnen oder in Formeln beschreiben, sondern das hat einen anderen Zugang, diese Unterscheidung zwischen richtig und falsch ist eine naturwissenschaftliche, damit kann ich eben dann Neutronenbomben bauen und ins Ziel fliegen lassen und alles, aber die Unterscheidung zwischen gut und böse ist keine naturwissenschaftliche, das ist eine ethische. Und wenn man eben sagt, alles, was ich nicht messen, wiegen, zählen kann, das existiert nicht, dann existiert eben auch keine Ethik. Und das ist eben eine sehr gefährliche Tendenz. So wird es hier, also ich denke, zumindest von einigen Figuren auch dargestellt in dem Buch. So, was kann man als Fazit sagen? Ich finde,
bisschen schade, dass so einige Fragen zwar aufgeworfen, aber nicht beantwortet werden, die durchaus zentral sind für das Buch. Zum Beispiel, gibt es irgendwo auf der Welt noch weitere Menschen, die überlebt haben? Das fände ich schon interessant, weil es auch dieses Motiv des Sacreversums als letzten Zufluchtsort in Frage stellen würde, wenn das so wäre. Das wird zwar gefragt, aber nicht beantwortet. Also man erfährt bis zum Ende des Buches nicht, ob es irgendwo noch weitere Überlebende gibt. Wieso sind die Bewohner dieses Sacreversums so klein geworden? Das ist so ein zentrales Motiv, dass ich mir da auch eine Antwort drauf gewünscht hätte, was nicht gekommen ist. Das ist alles schade irgendwie. Auf der anderen Seite muss man vielleicht auch einfach sehen, dieses Buch ist im Wesentlichen getragen von diesen interessanten Motiven, die dort also dargelegt werden, ne, die geschildert werden. Und wenn man das so liest, als so eine Aneinanderreihung interessanter Motive, an denen man sich erfreuen kann, dann denke ich, hat man auch viel Spaß an das Sacreversum. Was ich jetzt im Kontext dieser Videoreihe auch nochmal fragen würde, ist das überhaupt Science Fiction? Also es gibt zwar Technik, es gibt auch fortgeschrittene Technik, aber das Erklärmodell der Welt dort ist eben kein Science-Modell, kein naturwissenschaftliches Modell. Jetzt kann man sagen, ja, aber gesellschaftswissenschaftlich ist doch eine Menge drin, durch diese Gesellschaft der Schande, der Bankards und so weiter. Ja, aber trotzdem, es fühlt sich für mich eher an wie ein Fantasy-Roman, weil auch zu viel Magisches einfach drin ist, auf das man sich auch da explizit bezieht, auf magische Traditionen von Templern oder irgendwie so etwas. Das ist da schon sehr drin. Es gibt sowas wie Gedankenübertragung und solche Merkwürdigkeiten. Das gibt es zwar jetzt in Form von Psi-Kräften auch in vielen Science-Fiction-Romanen, aber hier ist es so, also hier fehlt irgendwo so das technische, naturwissenschaftliche Pendant dazu, das mir erlauben würde, diese Welt als technisch und im Rahmen der uns vertrauten Naturgesetze operierend wahrzunehmen. Von daher bin ich etwas, also ich hätte, würde jetzt niemandem sagen, es ist ein Science-Fiction-Buch. Trotzdem viele schöne Motive, also von daher, das wäre jetzt so mein Fazit zu das Sacriversum. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielleicht interessieren Sie sich auch für das Buch. Wie gesagt, es gibt viele Ausgaben, sollte leicht zu erhalten sein. Wenn Sie es lesen mögen, wünsche ich Ihnen viel Spaß damit. Auf Wiedersehen.